Heiraten deswegen viele Leute so oft. Jetzt habe ich den armen Mattes, aber sag mal was, sonst muss was? der Mikro, Hallo, 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 aber ich hallo. muss dein Mikrofon einstellen. Bis rein, Moment. Lautstärke anpassen. Über zu leise wie zu laut. Ja, ja, ich, das ist, mehr kann ich nicht. Ja, das passt schon. Ich habe dich jetzt 4 Dezibel lauter gemacht, weil Kurbel ist ein bisschen lauter. Ich bin generell laut und so, dass man dich auch hört. Jetzt. Sind auf den Geschenken so komische Kreuze abgedruckt. Dann mal auf das MHD achten und nicht bei jedem Gast rausholen. Was ist das MHD? Ich weiß nicht, was ein MHD ist. Das ist Mindesthaltbarkeitsdatum. Mindesthaltbarkeitsdatum. Okay. Keine Ahnung. Ja. Ich achte auf so etwas nicht. Ich esse, was im Kühlschrank ist. Egal, ob Sarah hat. Ja, das ist ein bisschen weiße Haare. Vieles hat weiße Haare im Kühlschrank. Ja. Das ist da ganz normal. Meine Sohn sagt, Hauptsache der Junggesellenabschied war geil. Ich habe keinen Junggesellenabschied gefeiert. Sowas ist bei uns nicht Brauch. Also in Tirol, aus dem Teil Tirols, wo ich herkomme. Das ist sowas Amerikanisches. Tatsächlich. Ellen hatte auch keine Junggesellen-Feier. What the fuck, sagt man das so. Ist jemand von euch beiden verheiratet? Nope. Verlobt. Verlobt? Ah, und wie lange schon? Wir sind jetzt im 13. Jahr beieinander und verlobt sind wir bei dem 1,5 Jahr sowas. Oh, wow, wir wollten halt eigentlich heiraten, also heuer, ja. Ja. Aber ich gehe zurzeit auf die Meisterschule und beziehe BAföG. Und ich da kein BAföG mehr kriegen dann. Ah, ja gut, aber er könnte theoretisch kirchlich heiraten, anstatt von. Aber das ist halt auch blöd. Geht das überhaupt? Kirchlich heiraten ohne standesamtlich? Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, das geht nicht. Leider. Obwohl es eigentlich kompletter Bullshit ist, wenn man es so sieht. Die Salem habe ich bespaßt. Sie hat nur noch 18k. Mhm. Naja, das ist kacke. Weil eigentlich, weißt du, Rules over Rules, aber ein Jahr verlobt und dann läuft maximal ein Jahr. Ganz genau, wie man es sonst sagt. Dann müsste man eigentlich das erledigen. Ja, wie gesagt, das Geld. Ja, das ist so. Hallo Quarter. Das ist definitiv ein Punkt, muss man einfach sagen. Heiraten ist nicht billig. Gut, kommt drauf an, wie man es macht, ne? Scheiß drauf. Also man kann ja auch sagen, gut, ja, die Ansprüche sind ja nicht hoch. Also ein Schloss. Ach was, deine Verlobte möchte ein Schloss haben zum Heiraten. Kauf mir Frankreich, schenk mir England. Machbar, das ist überhaupt nicht übertrieben oder so. Sehr gut. Alle Hochzeit halt. Normal. Warte mal die Scheidung ab, der ist teurer, sagt Nobody. Die ganzen Anwälte müssen doch auch vor was leben. Ja, die Armen, ne? Ja, irgendwie bei C. Ja, ich push da gerade, ne? In meiner Vermont, möchte ich nochmal sagen. Nein, die Hälfte ging in den Scheißberg. Fluffy Power! Wir müssten nur die Mitte da raus bimsen und dann. Ich hab ein bisschen Angst vor der Venezia, die gleich ein paar Salben auf mich abgibt. Jetzt geht sie zu. Kriegst du die nochmal auf, die Venezia? Ah, nice. Dankeschön, Koto. Dankeschön, German, für dein Stufe 1 aber. Das wäre nicht nötig gewesen. Ich habe vergessen zurückzuschreiben, aber ich habe gelesen. Ich wollte fragen, wen du spielst bei WhatsApp, aber ich hab. Nein, jetzt geht's zu. Jetzt geht's wieder auf. Was ist das für ein Scheiß? So, jetzt muss die aber raus. 20k habe ich drauf gemacht. Und in der Mitte der blöde DD.
Wenn sie in 13 Sekunden nochmal aufgeht, dann kriegt sie noch was. Geht auf. Aber die müssen geht da raus, sie können da nicht so drin sitzen. Das geht sogar in 8 Sekunden auf. Ups. Oh, scheiße. Also 8 Sekunden sind schon vorbei. Ja. Jetzt ist nur das Schliefen. Das Problem ist, wenn sie Zeit hat zum Ranfahren, ne, oder sich zu verstecken. Ich hoffe, ich komme drüber da. Oh ja, die hat wieder gut gefressen. Jetzt muss sie quasi nur noch ein Opferchen sein. Diesmal spiele ich England, UK. Was? Buh! Buh, wir spielen niemals die Alliierten, das ist doch klar. Also niemals die Entente. Aber ist das zweite Weltkrieg. Dann ist okay. Beim ersten Weltkrieg spielen wir niemals England. Kannst ja auch nicht viel machen, Quarter. So, dann drehe ich mal wieder. Ich pushe. Turn around. Weißt du, ob man die Belohnung noch bekommt, wenn man sich später den Premium-Gefechtspass holt? Ja, Anima. Du kannst schauen, wie weit du kommst und dann kannst du dir den ganzen Pass auf einmal quasi... Und ja, Shadow, habe ich schon gesagt, 27 steht's. Also da beginnen wir neu. Definitiv. Kann es sein, dass wir eine zweite Halland hier haben? Ja, in der Mitte. In der Außen. Nein, das U-Boot ist da. U-Boot. Ah, shit. Das Problem ist, es kommt gerade keiner auf die Venezia. Halland wirken. Ja, ich gleich. Ich könnte jetzt. Ich komme gerade um die Ecke. Okay, 8 Sekunden. Also es dauert nur, weißt du, ich bin langsam und so, aber... Der Mond zirkt weg mittlerweile, ist brutal. Ja, gell. Ach so, WW2. Ja, da kann man mit England was machen, das stimmt. Doing. Alles meins. The rhythm of the night. Oh yeah. It's the rhythm. Da, die Halland gehört dir euch jetzt. Come on. Das ist eine geile Salve gewesen. Alter Verwalter. Ich werde jetzt Vermont Player West hier. Beste EU, beste Vermont Player EU West sein. Snack ich auch noch schnell, einen Moment. Eines wird wohl treffen, dankeschön. Sehr gut. Ganze 300 Trefferpunkte, eine Vollsalve. So sorry. Also dem Spiel ist Deutscher Reich auch übermächtig. Die Holland ist wieder zurückgefahren. Wie gesagt, im Ersten Weltkrieg macht es keinen Spaß, England zu spielen. Also Richtung J-Linie. Das ist ja so ein Statistengefecht. Im Zweiten Weltkrieg macht es dann mehr Spaß. Da spielen okay, wir auch die Alliierten. Ah. Ja, meine Granaten. War offen. Die Malta kommen, ja. Ich habe schon abgesetzt, aber... Ich war gerade am Rand meiner Reichweite. Drop down. 9k hat sie noch, die Malta. Nein, Chimakase. Das ist die schlechteste Malta-Runde, die ich jemals gefahren bin. Das ist eine durchschnittliche Vermont-Runde von mir, wie Berkele definitiv bestätigt. Oh, da ist das U-Boot. Ich hab den Bing gesehen. Hab hingeschickt, da wo du gibst. Ach, da ist es schon. Weiter gedüst.
Ah, nee, der zurückgefahren ist, ist okay. Der muss auf. Auch, oder? Ich komm nicht ganz hin. Knapp 200 K in den ersten 5 Minuten ist okay. Ja, Gap Erkele, das habe ich mir auch gedacht. Das ist okay. Müssen wir noch das U-Boot handeln gehen, damit wir die 200 K voll machen können? Er ist leicht verstörend, aber so ist es. Muss ich mir mal anschauen, Kota. Wenn man das übers Handy spielen kann und die Leute warten auf die Züge, dann kann man das ja während der Arbeit spielen. Wer auftaucht. Also nicht ganz auftaucht, das sagt man Rohrtiefe, oder? Sehr Rohrtiefe, ganz genau. Das ist auf 2 Kilometer Spotbar. Zipling, vielen lieben Dank für deinen Sub mit Prime. Tschut, tschut. Dankeschön. Erkele sagt mit der Vermont, rammt man U-Boote raus für die totale Herabwürdigung. Kannst du das auch oder enttäuschst du uns? Schon wieder fehlt da, Erkele. Ich glaube, Mathis wird sich den jetzt holen und rausrammen. Ich bin immer noch zu, also der ist nicht oben. Problem ist. Die Schläger sind offen. Ja, das Problem ist, das Kurbe hat das beste U-Boot Counterplay. Richtig, darum bin ich ja schon jetzt wieder auftaucht. Aber wo, wo? Da. Ah, push dich, okay. Da, schauen wir, wer schneller ist. Komm mal, Flooding hat er. Flächenschaden? 2000? Ja, ja, Baby, noch mehr. Ich hab 200, 2000, das reicht uns. Ist der unter dir durchgetaucht, glaubst du? Mhm. Ah. Mein Smartphone trennt immer das Internet, wenn jemand anruft, voll die Seuche. Ja, das spart Strom. Hast du Energiesparoptionen sowas festgelegt? Wenn das geht. Oder es ist kaputt. Der so. Direkt links neben mir. Ja. Hast du das jetzt automatisch bekämpft? Oder noch ja. nicht? Doch. Hast du getroffen dann? Ja, wieder mit Flooding. Ah, shit. Das ist. Ah. Ja, jetzt fährt es nach vorne, oder was? Ah, ich glaube, Mathis erledigt das. Das sieht gut aus, dass Mathis erledigt. Ja, das stimmt. Ja. Ja, dass ich jetzt zweimal das U-Boot drauf habe, das war natürlich Skill. Ja, natürlich. Also, ich finde, das sollte immer automatisch sein. Fluffy bei allen Schiffen. Das Aktive ist gar nicht geil. Evil Demigod, dankeschön für deinen Follow. Also willkommen hier. Oder eventueller Demigod, je nachdem. Oh, eine Tarnung. Dunkelgrünes Olivgrün. Oh, super Container. Easy. Oh, Platz 1. Na, Berkele. Immer wenn es dir schlecht geht, dann halte dich an dieses Replay. Und immer wieder, wenn du rein an dieses Gefecht, und immer wenn du reinschreiben willst, spiel uns doch mal ein Vermont-Gefecht, dann halte dich an dieses Vermont-Gefecht.